Wenn die Axt in den Kopf platzt, heißt es Platzax. Von Kanonikodex zum totalen Triumph. Willst du kämpfen, dann erleide deine Nase ein Buch. Rapperblase mit Mund, mach dich gerade du Hund. Was für Street, du hast niemals was für Straße gewusst. Oh, Placo, haben wir ein neues Intro oder was geht? Nein, das ist kein neues Intro. Das ist der Einlaufsong für die Platzax 47 mit dem gleichnamigen Titel Platzaxt. Nicht schlecht, Placo. Der Track wird morgen 23.59 hier auf unserem Kanal als Musikvideo sozusagen ausgeblendet, ausgestrahlt, wie man es will. Nicht schlecht, also das war sozusagen der erste Einblick erstmal in das Video sozusagen. Die erste Zeile und hiermit willkommen, Placo. Okay. Ich bin Fatou Fatbeats, wie immer. Neben mir hier sitzt Bösemann am Start. Böse. Genau. Und morgen wird auf jeden Fall um 23.59 Uhr abgeholzt. Abgeholzt mit Platzaxt. Diesmal nicht Platzaxt, wie ihr es sonst kennt, sondern anders. Nein, wie man es eigentlich sonst kennt. Mit einem Anti-Gewalt-Video des Bösen. Ah, genau. Ja, nicht vergessen, Bösemann-Videos sind Anti-Gewalt-Videos. Ja. Sehr lieb und nett eben, gell? Selbstverständlich. Ja? Natürlich. Also, wir distanzieren uns von jeglicher Form der Gewalt, ist ja klar. Hier Fußball in Katar. Sowieso. Das ist in Katar, gell? In Katar, richtig. Genau, da geht es ja gerade rum mit diesen Binden, hier mit den Regenbogenfahnen. Wird gerade abgelehnt, gell? Hier. Wird abgelehnt, richtig. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, Placo, also. Es gibt da sehr, sehr verschiedene Themen, die sehr, sehr sozusagen tiefgründig gehen, aber um das mal oberflächlich anzukratzen, würde ich mal sagen, es ist ein bisschen scheinheilig von allem. Von der FIFA. Von der FIFA. Und vor allem von der FIFA. Der korrupteste Verein auf der Welt. Und politisch gesehen auch natürlich. Und selbstverständlich. Ja, politisch auch. Aber die Politik ist ja so eine Sache. Da weiß ich, dass Carsten Stahl sich aufstellen lässt. Oder aufgestellt hat. Okay. In Berlin. Unsere Stimme hat er auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Wir werden Carsten Stahl unterstützen auf allen Ebenen, weil so einen brauchen wir. Eigentlich brauchen wir so einen. Mhm. Ja, einer, der fürs Volk spricht. Auf jeden Fall. Genau. Dass auch ein bisschen mehr sozusagen Wirkung hat dann. Da gibt es nicht so dieses Rumgeeiere, weißt du, so, der holzt halt rein. Wie gesagt, das ist der böse Mann dann in der Politik sozusagen. Nicht schlecht, Leute. Ja, richtig geil. Der ist übrigens nächste Woche bei uns. Ist ja schon soweit. Nächste Woche ist Carsten Stahl bei uns zusammen mit Werner Frankfurt. Wird geil, ich freue mich richtig drauf. Aber da holzen wir mal richtig rein. Ja, ein bisschen abholzen geht. Aber mal richtig abholzen. Ja, Mann. Da gibt es ja genug Themen, die wir anschneiden werden. Auf jeden Fall. Genau. Es läuft nach wie vor alles krumm und schief hier in der Politik und allgemein in der Gesellschaft. Genau. Wenn man jetzt beachtet, dass, wie heißt der Rapper da nochmal? Contra K. Ins Visier des BKA geraten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich flüchtig was gelesen. Ein Popstar. Mhm. Ein Popstar. Ja? Also ich glaube, das kommt von NDR oder so, von irgendeinem Fernsehsender, die gesagt haben, ein Popstar im Visier der Behörden und so. Ermittlungsbehörden. Echt? Da hat man schon den Punkt getroffen. Aber warum ein Popstar? Ja, weil das ist ja keine Rapmusik, was die da machen. Also schon lange nicht mehr. Okay. Das ist schon lange keine Rapmusik mehr, was die machen. Okay. Man muss immer schauen, was da eigentlich gerade läuft oder auch nicht mehr so läuft. Weil es läuft ja nicht mehr so. Die Zahlen sind ja festgefahren für die ganzen Kids da draußen, die immer noch denken, oh, die verdienen sich dumm und dämlich. Nein, liebe Kinder, das tun sie nicht. Schon lange nicht mehr.
Schon lange nicht mehr. In Deutschland auf jeden Fall lange nicht mehr. In Deutschland nein, auf keinen Fall. Aber ist auch verständlich. Die Kuratoren, die ja zuständig sind für die Playlisten, für die großen Playlisten, die haben sich auch festgefahren, nur auf eine Schiene sozusagen und geben auch den, geben sozusagen auch den Trend an, was, mhm. was Trend werden soll. Demnach kann man natürlich jetzt sehen, dass diese Rap-Musik zu Pop-Musik gemacht wurde. Okay, okay. Genau. Und deswegen werden Leute wie, wie wir wahrscheinlich auch niemals in solche Playlisten kommen, aber das so kann mir aber auch ehrlich gesagt auch egal sein. Weil, egal wie man unsere Musik einschätzt, über Musik lässt sich streiten. Ne? Es gibt, Musik ist eine Geschmackssache, soll ja auch so sein. Richtig, ja. Soll ja auch so sein. Ne? Wenn alles gleich ist, dann ist es das, was im Modus mir läuft. Das ist ja alles gleich. Verstehst du? Weil, daher dann auch diese, dieses hier vor der Wand stehen sozusagen. Da steht, also steht alles vor der Wand. Nochmal die Zahlen, die veröffentlicht werden oder die ersichtlich sind, ne? Die sind größtenteils hochgeschraubt. Die Zahlen sind hochgeschraubt. Da hast du recht. Aber das weiß ja eigentlich auch jeder. Sei es jetzt auf YouTube-Videos. Weißt du jetzt, zum Beispiel, wenn Fabre, der jetzt ja letzte Woche oder vor ein paar Tagen released hat. Ja, letzte Woche. Ja, letzte Woche Donnerstag, ja. Letzte Woche Donnerstag. Knapp eine Woche. Knapp eine Woche, ja. Es ist nicht viel, aber die Zahlen sind halt echt. Mhm. Zahlen sind echt. Genau. Und es ist ja auch so, jetzt filmen wir ein bisschen so interne Sachen, damit die Leute da draußen wissen, wie das in der Musikszene läuft. Ich wusste es ja selber nicht bis dato. Mhm. Ja. In Deutschland, also Deutschland kann man nur noch 2000 Klicks am Tag kaufen. Also die haben das runtergedreht, weil die Leute haben übertrieben, die haben gleich 20.000 Klicks reingeballert. Ah, okay. Genau. Weil das heißt, wenn jemand mehr Klicks haben will, dann muss er sich bedienen aus Japan, Indonesien, Taiwan, Afrika, keine Ahnung. Ne? Aus dem Ausland, die das dann aus dem Ausland, ja. Aber intern in Deutschland gibt es nur noch 2000 Klicks am Tag. Okay, okay. Was eigentlich völliger Blödsinn ist. Ich meine, okay, das pusht ja eigentlich das Video so ein bisschen in der Rangliste sozusagen oder im Ranking, ne? Pusht das ja so ein bisschen. Aber das ist ja ein künstlicher Push. Was soll denn das? Entweder du feierst die Musik oder du feierst sie nicht. Es ist ganz einfach. Also, und früher oder später wird diese Musik auch an den Mann kommen, weißt du, ich meine, auch an der hintersten Ecke sozusagen. Und dann soll er selber entscheiden, ob die einem gefällt oder nicht. Weil bis jetzt wurde er den Konsumenten, den Musikkonsumenten, wurde er eigentlich was angedreht. Okay, okay. Also, der Hörer wird manipuliert sozusagen. Ja, die hören nur sagen, das muss gut sein, weil das in dieser Playlist ist. Das muss gut sein. Nein, den ist Hörer, es nicht. Den Hörer und den Zuschauer, ja. Für mich ist es nicht. Ich rede von mir. Für mich ist es nicht. Mir gefällt es nicht. Ich bin nicht der Typ, der sowas feiert, keine Ahnung. Aber ich höre sowieso so Sachen, wo keiner hört. Aber Placco, wenn du jetzt sagst, also dass das Ganze ja mit den Jahren, ich meine, das ist ja offensichtlich, weil vor ein paar Monaten sind ja einige Rapper und haben das dann gesagt, ja, hier, ich habe auch schon selber gepusht und meine Mucke und so weiter. Das heißt, das wurde jetzt in den Jahren so arg nach oben gepusht, dass jetzt das sich langsam bemerkbar macht, dass deutscher Hip-Hop und Rap nach unten geht. Jetzt macht es sich bemerkbar. Gell? Das heißt, dieses Kartenhaus bricht langsam zusammen. Richtig. Die Seifenblase platzt langsam, aber sicher. Und ich muss auch dazu sagen, böser Sound, wir als böser Sound, ich als böser Mann, habe auch meinen Beitrag dazu geleistet. Ihr könnt hier quatschen, so viel ihr wollt. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Weil es ist Tatsache. Es ist Tatsache. Seit meinem Einmarsch hat sich sehr, sehr viel verändert. Und da können die Leute sagen, was sie wollen. Aber das hat Wirkung hinterlassen, das hat Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen, der neue Trend ist jetzt geworden, Boxen. Rapper boxen sich. So, jetzt wird noch eine Schippe draufgelegt. TikToker, die sich boxen. Ja, stimmt, TikToker sind jetzt hier. Boxen sich. Warum nicht? Weißt du, da kommen dann die, wo sagen, oh, um Gottes Willen, der Kampfsport wird durch den Dreck gezogen. Ich sehe das anders. Der Kampfsport wird noch mal gepusht durch sowas. Bloß ist es hier kein künstlicher Push, sondern ein Push mit anderen Mitteln, sozusagen.
Mhm. Weißt du, ich meine? Weil, ist doch klar, okay, bei der UFC ist was anderes in Amerika, aber hier in Deutschland, bei uns ist ein Kampfsport, Profikämpfer, der verdient, der kriegt für einen Profikampf 2.000, 3.000 Euro. Ein Mo Abdallah hat keinen Cent mehr gekriegt. Mhm. Muss man sich mal vorstellen, das ist ein Profikämpfer, der Weltklasse-Kämpfe gekämpft hat. Mhm. Verstehst du? Der wird abgespeist mit 2.000, 3.000 Euro für einen Kampf. Ja. Ja? Mehr gibt's nicht. Es gibt nicht mehr. Weil auch niemand mehr, weil auch niemand mehr in die Halle geht. Und man hat ja gesehen, was bei, in Hamburg war bei dem Kampf von mir und zwischen mir und Sinan G. Und jetzt der letzte Kampf, Sinan G. Mo Abdallah. Die Hallen sind voll. Auf jeden Fall. Jeder verfolgt die Kämpfe. Ne? Und im Nachhinein wird dann natürlich immer hier so, ja, aber das ist doch so, aber das ist doch so. Ja, aber das ist halt so. Es ist jetzt der neue Trend. Es ist der neue Trend, den ich mit ins Rollen gebracht habe. Ja, aber zu dem Thema TikTok. Also bei TikTok ist es, denke ich mal, was anderes, weil da kommen ja die Leute, das sind ja keine Musiker, Rapper oder sonst was. Das sind TikToker, die sind auch einfach bekannt. TikToker, aber die waren ja nichts. Ne? Und von heute auf Ding morgen, also man baut sich ja da nicht irgendwas auf, sondern man ist bei sozusagen TikTok von heute auf morgen Fame. Ne? Das heißt, weiß ich nicht. Es gibt da Leute, ist es ein bisschen anders. TikTok, die kennt keinen Schwanz, Alter. Ja gut, aber wenn man sich überlegt, die sind halt da. Das heißt, was machen die, um Fame zu sein auf TikTok? Das ist sozusagen die Frage. Beef, und Stress hin und her. Ich meine, genau, die beefen sich die ganze Zeit und zeigen Eier und ich f*** dich und ich mach das und jenes und hin und her. Genau. Und jetzt kommt es halt zu Kämpfen. Genau. Und ich meine, da können sie sich ja beweisen. Richtig. Was aber abgeht. Nichtsdestotrotz ist TikTok wieder TikTok. Mhm. Und da sieht man dann aber auch den Unterschied zwischen Gangster-Rapper, die quatschen, die in ihren Songs, in jedem Song darüber reden, wie sie jedem den Schädel einschlagen und wie brutal und hart die sind und sich nicht davor scheuen, einen Kampf anzutreten und sonst irgendwas. Wie es in Wirklichkeit aussieht, hat sich ja gezeigt. Ja? Hat sich ja gezeigt. Es geht niemand in den Ring. Niemand steigt in den Käfig. Das macht einfach niemand. Und wer das macht, das sind dann auch die, die es dann wirklich ernst meinen. Also da sieht man dann die Unterschiede. Das ist der Unterschied. Was jetzt das TikTok angeht, da ist es ja so, die machen ja so Challenges, weißt du? Da gibt's, muss man sich vorstellen, da gibt's ein Ding auf TikTok sportlich. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Was ist das? Auf TikTok sportlich. Keine Ahnung, da wird die beefen sich, bis einer umkippt oder so K.O. geht. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, ich habe das jetzt auch gecheckt. Also es ist so, dass die sich sozusagen beefen. Und die Fans, umso mehr die sozusagen spenden, dann geht der andere K.O. und die schließen Wetten ab, wenn ich jetzt gewinne, rasierst du dir die Haare ab oder ertränkst deinen Kopf in den Kloschüssel rein oder so. Hab ich auch schon gesehen. Okay, das ist ja jetzt, Ding. Jetzt treten sie so ins Echte, also wenn man sich wirklich gegenübersteht und sagen, okay, komm, lass uns kämpfen. Aber so, guck mal, da wird es doch genauso sein wie auf TikTok. Also mich würde das gar nicht wundern, dass es... Ich bin da jetzt nicht überrascht, dass da irgendwelche Kämpfer hervortreten. Dass da jetzt irgendeiner sich boxen lässt und steht mit der Achillessehnenriss oder keine Ahnung. Also das wird lustig. Das wird lustig, ja. Genauso wie der Scheiß, den die auf TikTok bringen. Ja. Weil es ist, man guckt sich den Blödsinn an oder man tut halt weiter scrollen. Ich guck, das TikTok ist ja nur noch, das ist ja wie TikTok, Zeit. Tick, tack, Sekundentakt wegscrollen. Im Sekundentakt. Und irgendwann guckst du auf die Uhr, Alter, sind 4 Stunden vorbei. Aber Plöcke, es gibt doch was, das gucke ich sehr gerne an. Diese eine Veganerin. Die Veganerin. Da habe ich letztens was gesehen. Aber im Gegenzug gucke ich noch, da kommen bei mir immer so Löwen, die zerfleischen, so Zebras und so. Das ziehe ich mir auch rein, weißt du? Okay. Verstehst du, das sind so zwei unterschiedliche Dinge, aber ich ziehe mir den Scheiß rein. Das sind diese riesen Leguane, oder wie die heißen, diese riesen Viecher. Ah, ja, wie nennen die sich, und so Komodo oder sowas? Komodo, ja, Mann. Oder so. Da habe ich mal was gesehen, da tut so ein Viech, so eine Kuh, hat so ein Loch in den Bauch reingemacht
und frisst die Innereien so und die aus, also lebendig, so, weißt du, die Kuh kriegt das alles mit, so, ja. Chillst du daneben, guckst du das an, denkst du, ja, ja, auch nicht schlecht, dann wird das Fett weggefressen. Und dann scrollst du weiter, dann kommt diese Veganerin. Und dann kommt die Veganerin, genau. Wollten geil, wir die nicht mal einladen zu uns? Echt? Ja, Mann. Zum Steak. Die Veganerin, komm doch mal zum Salatblatt. Aber zu so einer fetten roten Wurst. Also, Ramune, oder Curry. Currywurst. Currywurst und Currywurst Spezial. Und Spezial, genau. Ja. Shit, ja, also nach wie vor laden wir sehr, sehr gerne Gäste ein. Ja, bloß einer will nicht kommen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also der hat ja irgendwie gemeint, der kriegt das nicht mit und so weiter. Aber naja, was kriegt er nicht mit? Dass er da hier nicht. Von wem redest du gerade? Manuelsen natürlich. Also, Wer? Manuelsen. Wir haben nicht gelacht. Haben wir nicht gelacht. Guck mal, da wurden wir wieder falsch bzw. missverstanden. Okay. Ja. Wir haben nicht über Manuelsen gelacht. Nein, wir haben über den Auftritt eigentlich gelacht. Und soviel ich weiß, hat er ja dann auch dann danach seinen Senf dazu gegeben. Also hat dann sozusagen irgendwie dann, da hat er sich nicht lumpen lassen hier, der gute Manu. Ja? Hat sich nicht lumpen lassen. Hat er gemeint, ob wir hier oder ob ich irgendwo hier in Deutschland mal einen Auftritt gehabt habe und sonst irgendwas. Nein, habe ich nicht gehabt. Ja, und dann? Ja, und? Habe ich nicht gehabt. Nein. So, es ist aber nicht so, dass, also, wenn wir zweimal zusammenkommen sollten, ne, dann kann ich dir das mal zeigen, was da für Anfragen sind. Aber der böse Mann, der geht nicht überall hin. Ja. Ja. Ich war in Oberhausen auf dem Boxding, weil einer meiner Künstler, der Ayuni, hätte auftreten sollen. Genau, das ist eine andere Sache gewesen. Aber das war ja auch kein Auftritt, ich war bloß ein Gast. Ich war ja bloß ein Gast dort. Ne? Aber jetzt Auftritt speziell. Also, es muss dann schon was Spezielles sein. So ein Ballermann-Auftritt wird schon schwierig werden. Also, selbst wenn ich weiß nicht, wie viel Geld man mir bieten müsste. Ja? Wobei ich, ja, mein Geld, wir haben uns, ich mache kein Geld mit Musik, Amigo. Du hast hier irgendwas missverstanden. Ja, Flacco, und hiermit auf ein freundliches Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ich sag da immer, ein Grüezi, Grüß Gott, Servus und Goodbye. Mit Nont. Und abonniere nichts vergesst. Au! Wenn die Axt in den Kopf platzt, es ist Platzaxt! Von Kanonikodex zum totalen Triumph. Willst du kämpfen, dann erleide deine Nase ein Buch. Rapperblase mit Mund, mach dich gerade, du Hund. Was für Street, du hast niemals was für Straße gewusst.